So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich danke Professor Matschulat für seine Invitation zu dieser Thank Professor Matschulat for his invitation to 9th Climate Days here in the very beautiful Annaberg Buchholz. Ein bisschen Deutsch. My German is quite little. In English. So I will speak in English. Das ist besten für mich. It's better, the best for me and also for you. So the last 50 years we've seen in den letzten 50 Jahren haben wir eine beachtenswerte Erhöhung bei den Wechselwirkungen, Verbindungen in unserer Kommunikation in der Welt gesehen. Medien, Internet, Hypermobilität, Reisen, Handel, Kapitalströme. Und auch das Klima ist immer stärker, hat sich immer stärker globalisiert. Bei unseren zur Zeit unserer Großeltern. Heute sprechen wir vom Klimawandel. Das ist ganz was neu. Auf dem Fernseher sehen wir heute über Klimakatastrophen auf der ganzen Welt. Wir verstehen den Butterfly-Effekt, den Schmetterlingseffekt besser. Was ein Schmetterlingsschlag in Brasilien kann auch Einfluss auf uns und die Wetterlage, die Atmosphäre in Europa haben. Und unsere tägliche Erfahrung des Wetters ist eine ganz lokale Erfahrung. Es sind Geschichten, die wir erzählen. Es gibt Erinnerungen, die wir haben. Auch die Mühen und die Freuden, die wir erfahren. All das hat auch mit dem Klima zu tun. Und das ganz verwurzelt in den Orten, in denen wir uns befinden. Und die sind richtig hartnäckig, lokal und örtlich. Wir können sprechen vom globalen Klimawandel. Aber es bleibt lokal. Ich möchte ein bisschen tiefer reingehen auf diese Spannungen, dieses Paradoxon oder diese Schwierigkeit des Wechsels zwischen diesen verschiedenen Skalen, der globalen Ebene und der lokalen Ebene. Und wie örtliche Gedankenvorstellungen und kulturelle Praktiken auch eine Rolle spielen bei der Verwaltung des Klimas. Und es wäre auch die Frage, ob wir die richtigen Geschichten erzählen, ob wir uns ans Richtige erinnern, und wenn es um den Klimawandel geht. So, here are two questions. Hier sind zwei Fragen, die ich mal rhetorische Fragen, wir brauchen die jetzt nicht zu beantworten. Aber meine Frage, hat jemand hier schon mal einen globalen Klimawandel mit den Augen gesehen? Haben Sie den globalen Klimawandel echt gesehen? Oder hat jemand hier den lokalen, den örtlichen Klimawandel gesehen, mit den Augen, mit den Sinnen aufgenommen? Hier in Annaberg, Buchholz beispielsweise. Hier sind drei Bilder. Of different flooding episodes. Von drei verschiedenen Hochwasserepisoden. Is this evidence of climate change? Ist das ein Beweis für den Klimawandel, dass es ihn gibt? I would ask you to guess where these are. Ich würde ja gerne, dass Sie mir mal sagen, es mal raten, was wir hier sehen, welche Gebiete wir sehen. New Orleans 2005, Bangkok, das große Hochwasser 2011 im Sommer und ganz vor kurzem, wir hatten einen ganz nassen Winter und ein sehr tiefgelegenes küstennahes Land stand mehrere Wochen unter Wasser, Somerset. So are these pictures of climate change? So sind das jetzt Bilder, Nachweisbilder dafür, dass es den Klimawandel gibt. Well, actually, the New Orleans hurricane. Der Hurrikan in New Orleans und die Überflutung, die darauf folgte, ist in erster Linie, würde man meinen, das Ergebnis einer schlechten Flutrisikoverwaltung und Hochwasserschutzmaßnahmen. In Thailand gab es 2011 die Hochwasser. Dort im Prinzip haben wir gesehen,
particularly unusual. Dass es gar nicht so außergewöhnlich war, dieses Ereignis. Und man kann eigentlich nicht jetzt sagen, dieses Hochwasser ist typisch für den Klimawandel oder Nachweis. In England haben wir viel gestritten, was das Somerset-Hochwasser hervorgerufen hat und was zu tun ist. Unser Meteorologieamt Williams hat gesprochen, wir können noch nichts Endgültiges darüber sagen, ob die starken Niederschläge echt auf menschlichen Einfluss zurückzuführen sind. David Cameron, unser Prime Minister, er sagte seinerseits, dass er überzeugt war, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat. Auch Walters Umweltminister Patterson hat zugegeben, dass er sehr skeptisch ist, ob das wirklich mit dem Klimawandel zu tun hat. Mark Allen, mein Kollege an der Oxford-Universität, der hat gesagt, vielleicht hat der Premierminister recht gehabt, der Prime Minister. Als Wissenschaftler hat er gern natürlich die gleiche Verbindung gesehen wie unser Prime Minister. Dieses Beispiel zeigt schon mal, wie schwierig das ist, auch in der öffentlichen Diskussion, was die Verbindungen sind zwischen dem, was wir sehen und erfahren in unserem direkten Umwelt und was die wissenschaftlichen Beiträge sind, die uns Erläuterungen darüber geben, auf höherer Ebene. Und dieser gedankliche Ansatz ist der Startpunkt auch meiner Gedanken, ob das nun eine Verbindung ist, wie lokal und global verbunden ist. Ein Kollege von mir, Peter Rudyard Gould, hat letztens erst darüber veröffentlicht, hat über dieses Problem sich Gedanken gemacht und er spricht über die Unsichtbaren, das Unsichtbare, das Sichtbare und dann, also er sieht, und dann jene, die Faktoren, die den Klimawandel sichtbar machen. Also unsichtbare Faktoren, sichtbare und die sichtbar machenden Faktoren. Drei Kategorien, die er hier vorgebracht hat. Das ist deshalb eine wichtige Frage, weil wir im Prinzip auch an die globale Öffentlichkeit denken müssen, wie ist unsere gesellschaftliche Umwelt, wie geht unsere Gesellschaft damit um, unsere Bürger? Genau dieses Problem, was sie erfahren und was sie daraus für Schlussfolgerungen ziehen oder welche Erklärungen sie dahinter sehen. Es gab eine Studie vor kurzem von meinen Sozialpsychologie-Kollegen, die haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht und haben Leute befragt, ganz normale Staatsbürger in England, ob diese glauben, dass diese letzte Reihung von sehr kalten Wintern davor, nicht der letzte Winter, aber es gab davor ja sehr kalte Winter, kälter als üblicherweise, und sie haben jetzt gefragt, ob sie meinen, dass diese kalten Winter ein Nachweis für den Klimawandel sind oder nicht. Denn normalerweise sprechen wir von Erwärmung und wir können da und gerade diese kalten Winter waren eine Art Gegenargument. Und jetzt die Frage, wie interpretieren die Menschen auf der Straße das kalte Wetter, das sie erfahren haben? Und das hing im Prinzip davon ab, was sie überhaupt vom Klimawandel hielten und darüber dachten. Es ist wirklich in dem Sinne eine Glaubensfrage. Und nun die Frage, ob diese kalten Winter etwas für ein Zeichen für den Klimawandel waren. Wer skeptisch war, die sagten, ein kalter Winter war ein Nachweis, dass sie recht hatten mit ihrer Skepsis gegenüber dem Klimawandel. Es war ein kalter Winter und die Erwärmung, die globale Klimaerwärmung, ist eine Übertreibung, die sich Wissenschaftler ausgedacht haben. Also die Studie ging darum, wie interpretieren wir als Menschen die Ereignisse, die auf uns einwirken,
Ja, und jetzt ist die Frage, glauben wir, was wir sehen, oder sehen wir, was wir glauben? Das ist natürlich eine philosophische Grundfrage, die es seit Ewigkeiten gibt. Den können wir zurückverfolgen in die Anfänge der menschlichen Geschichte. Aber das Wichtige an diesem Punkt ist, wenn wir heute mit der Öffentlichkeit reden und fragen, wie mit dem Klimawandel umgehen, dann ist die Frage, wie werden die Nachweise, die wir vorlegen, interpretiert und welche Glaubenshaltung dahinter steckt. So, let me take you through this typology of Peter Rudyard Gould, the invisibilist. Ich würde gerne nochmal auf die Typologie von Peter Rudyard Gould zurückkommen, über das Unsichtbare, Sichtbare und Sichtbarmachende. So, the argument is that the invisibilists. Das Argument ist, dass finding human influence on the global climate system. Für das Unsichtbare, den menschlichen Einfluss zu sehen im globalen Klimawandel, da muss man sehr gute Fähigkeiten, wissenschaftliche Fähigkeiten mitbringen, um das sichtbar zu machen. Und hier ist die ganze Wissenschaft gefragt. Wir haben Beobachtungen, Modelle, Theorien zur Erklärung, um das sichtbar zu machen, um die Nachweise zu liefern. And so for the invisibilist position, it is scientists who have the key decisive. Und im Prinzip sind es die Wissenschaftler hier, die den Schlüssel in der Hand halten und die Schlüsselrolle spielen, um das Unsichtbare als Nachweis sichtbar zu machen. Es gibt eine Psychologie-Taskforce, die über den Klimawandel sagen, es ist persönlich nicht zu fassen. Klimawandel kann persönlich nicht gefasst werden. Deswegen ist es logisch, dass Wissenschaftler mit dieser Aufgabe betraut werden. Die Menschen müssen hier auf wissenschaftliche Modelle vertrauen und auch auf Medienberichte vertrauen, weil die persönliche Erfahrungswelt reicht nicht aus, um die Berichte zu bestätigen oder zu entkräften. Das ist im Prinzip die Position derjenigen, die sagen, Klimawandel ist absolut unsichtbar. Und da das unsichtbar ist, müssen wir Wissenschaftler, Modelle und Gutachten einholen, damit wir wissen, woran wir sind. Wir können es nicht sehen. Das ist also die Position desjenigen, der den Klimawandel als unsichtbar betrachtet. Und das ist ja im Prinzip eine starke Position für die Wissenschaftler, weil hier der Wissenschaftler gefragt ist, hier einen Überblick über 1000 Jahre Temperaturvariation in der nördlichen Hemisphäre. So, das ist also im Prinzip jetzt die Arbeit des Wissenschaftlers, unterstützend für uns und unsere Nachbarn, damit wir besser verstehen, was Klimawandel bedeutet. And of course, the science has been und die Wissenschaft ist natürlich sehr erfolgreich gewesen. Es ist eine große Unternehmung, woran viele Wissenschaftler mitarbeiten, um die Aspekte zu verstehen und die Welt auch zu verändern und die Veränderung zu erfassen, gerade wo andere Mittel nicht verfügbar sind, um Verständnis zu erlangen über die Trends. Und dann haben wir solche Darstellungen der Entwicklungsrichtungen unseres Klimas, wir haben die Diagramma, die Erdball-Darstellungen 3D mit sich drehenden Erdball für die Vorhersagen des Klimawandels über die nächsten 100 Jahre. All das zur Veranschaulichung. Hier sind die Unsichtbaren am Werk, das heißt diejenigen, die man nicht sieht. Oder andere Wege, in which Invisibilists might do their job. Es gibt auch andere Zuarbeiten. Or interactive ways, would be through these types of interactive scenario. Dann gibt es so interaktive Szenarien und Darstellungen, Veranschaulichungen, die in Vancouver, British Columbia University vorgenommen werden. Da werden virtuelle Simulation technologies
overlaying it with various imageries and GISs and scientific projections of how, in this case, sea level would rise in this urban suburban community of Delft, just outside Vancouver. Beispielsweise außerhalb von Vancouver, that are simulated welche Szenarien in these, auftreten können, die dann simuliert werden mit Hilfe des Computers und dann werden die Leute dazu gebeten, um die Konsequenzen einmal veranschaulich zur Kenntnis zu nehmen und wie man vielleicht die Risiken, die da bestehen, in die Hand nehmen will und welche But again, this is still an invisibilist position. Aber immer noch sind wir auf der Seite der Unsichtbaren. Wir brauchen technische Kompetenz und Fähigkeiten, ein Wissenschaftler, ein Technologe, ein Techniker, der dabei hilft, das Unsichtbare sichtbar zu machen, weil es aus der persönlichen Erfahrungswelt her nicht mehr greifbar ist. So, if that is the invisibilist position, so wenn man jetzt hier die Position des the contrast is with the visibilist dazu, die Leute, position. Die sichtbar sind und welche Haltung sie einnehmen. People who, it would be argued, can see das sind Menschen, climate change die im Prinzip with their own den Klimawandel eyes, erfahren, their own mit dem eigenen körperlichen Sinnen why do wahrnehmen. I need a scientist wozu ein Wissenschaftler, ich sehe es doch, to tell me what is happening der mir dann sagt, was hier in meiner Umgebung lokal passiert. When I can see the changes ich sehe es doch. Happening. Whether in the case of Inuit fishers Inuits in the far north oben im Norden, or in the case of Maasai pastoralists oder die Maasai in northern Kenya auf den vertrockneten Weiden in or in the case of Kenias, dwellers on the Tuvalu Islands oder Tuvalu in the Pacific. Die Insel im Pazifik. These people can see climate change. Diese Menschen directly, erfahren den Klimawandel direkt ohne wissenschaftliche Mittel. Often these people may be talked about as reliable witnesses. Oft nennen wir sie people auch who live close to nature. Glaubwürdige Zeugen, Menschen, die and mit der Natur this visibilist position leben, of course carries a much wider political hier ist natürlich auch significance hier ist eine größere politische Bedeutung damit verbunden. Expert witnesses denn wir haben ja im Prinzip Gutachter, don't Zeugen, have to rely upon die nicht fremde Gutachter, Eliten hinzuziehen müssen. They don't have to rely upon Western scientists sie sind nicht abhängig von westlichen Wissenschaftlern oder vom IPCC. Their local knowledge, their experience sie haben ihre lokale speaks for itself. Welt, ihre lokalen Erfahrungen, die sie machen. Und das spricht für sich so selbst. In a way you could argue that this position of the visibilists man könnte sagen, have dass is a way of challenging die alles sichtbar vor sich a haben, certain form vor einer of großen Herausforderung entrenched stehen. Power im Prinzip in the world. Mit einer großen Macht ausgestattet sind, da sie die Augenzeugen well, des Klimawandels sind für die ganze Welt. Here by the then Prime Minister of Tuvalu, Prime Minister Koloatalaki, speaking to an international meeting in 2002. Flooding is already coming right into the middle of these islands, internationalen Treffen. Destroying food, das Hochwasser ist bereits trees, mitten auf unserer which were there when I was Inseln. Born 60 years ago. Ernte wird vernichtet. These things are gone. Someone has taken them. And global warming is the culprit. We have seen it with our own eyes, he said. And then there are other ways, somewhat more mediated ways, perhaps, but one could argue that these two are ways of seeing climate change in a visibilist framework. Imageries like these, photographs here of the Motterach Glacier in Switzerland, showing retreat of glaciers over relatively short periods of time. Or perhaps even more dramatically, for those who may have seen it, the movie Chasing Ice, which documents the efforts of American photographer James Balog over several years to set up photographic equipment in Alaska and Greenland, parts of Iceland, to show time-lapse photography of changing glacial die Gletscher, das Gletscherverhalten sichtbar zu machen. As Balog himself says in an accompaniment to the film,
Baduk sagt selbst, wir sind die Boten, wir tragen die Mitteilung, wir bringen handfeste Beweise über die, darüber, dass der Klimawandel wirklich vor uns steht, wie, dass er geschieht im Moment. Klimawandel ist sichtbar, messbar, fotografierbar. So these are examples then of the visiblest. Das sind Beispiele für die Position derjenigen, die den Klimawandel sehen. Das ist natürlich im Kontrast und das führt auch zu Konflikten mit der unsichtbaren Position. But Rudyard Gould then goes on to suggest maybe a third position that is worth exploring as well. Aber vielleicht gibt es auch eine dritte Position. That we need to recognize, wir müssen anerkennen, because it is such a powerful, denn es ist so eine set of activities that we see around our societies today about climate change. It's what he called the Aktivität, making von den Wissenschaftlern climate change über, visible. Zum Klimawandel, Klimawandel sichtbar zu machen. Actually, one could begin to argue that what Balog was doing, man könnte ja with his movie Chasing Ice and his elaborate argumentieren, dass equipment, Balog mit diesem Film was Chasing as much Ice about making climate change visible as about seeing it ist with ja your own nur, eyes, because actually he wasn't Klimawandel seeing it with his own stellen. Eyes, he was seeing it through the eyes of his cameras. Er hat es so ja perhaps gesehen, the Balog case moves Augen us into this Kamera. Third category of making climate change vielleicht visible. Vielleicht gehört Balog dann auch in die dritte Kategorie, but more dass broadly, man Klimawandel sichtbar the argument machen here, kann. Is that climate change Klimawandel can't simply be Kann you can't simply rely upon the scientists, man kann nicht, sich nicht nur auf die Wissenschaftler verlassen, auf die wissenschaftlichen Instrumente, auf die Kurven really und people. Diagramme, denn das and reißt die, people nicht, die Leute nicht von sitzen. The visiblest position of seeing things with their own eyes is und that, well, die, die if you're not happen to be in the right soll, place at the right time, das mit seinen Augen, then you, eigenen Augen you miss sehen, out. Das geht ja nicht, wenn man nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit the beaches of Tuvalu, or on the semi-arid plains of the Turkana Basin in northern Kenya. Well, that's just tough. Die vertrockneten Weiden in you're excluded Kenya. From this experience of seeing climate change. Aber, and so what actually happens here is these schwer, the mediators who step in, these cultural sehen. Entrepreneurs who come along und das ist and die say, Aufgabe we're going to make Medien. Climate change visible die for you. Den Klimawandel sichtbar Balog, machen again, für perhaps uns. Falls into that category. But there are many other also Balog examples fällt dann vielleicht auch in diese Kategorie. Aber es gibt this. Noch mehr Beispiele dafür. So whether it's manipulating ob es nun like manipuliert wird durch Photoshop, flow, den Eisbär auf einer einsamen Eisscholle, das ist natürlich whether, konstruiert. Right here, oder oben rechts in one of our cities, eine Skulptur in einer englischen centers, Stadt, in einem Einkaufszentrum. What 1, 2, 3, 4 meters of sea level rise might mean. Die zeigt eben, was ein Anstieg des Meeresspiegels von 1, 2, 3 Meter bedeuten würde. Oder diese Fotokreation rechts unten, das war eine Fotoreihe. Unser Parlamentsgebäude und ringsrum Reisfelder. Solche Sachen sind geeignet, um den Klimawandel sichtbar zu machen. Sie fordern uns heraus, sie erschrecken uns. Oder wir können auch die Aufmerksamkeit ziehen auf Dramaturgen, Menschen, die versuchen im Theater die Geschichte des Klimawandels zu erzählen. Verschiedene Theaterstücke auf einer Londoner Bühne in den letzten Jahren, wo Klimawandel das Hauptthema war. Erdbeben in London, Grönland. Natürlich wird das da dramatisiert, wird der Klimawandel dramatisiert, wenn man das als Theateraufführung aufführt. Aber
Sie machen auch den Klimawandel sichtbar. Sie verlassen sich nicht auf Augenzeugen, sie verlassen sich nicht auf die Wissenschaftler. Das sind Schauspieler, Dramaturgen, die das Phänomen für uns sichtbar machen im Londoner Theater. Und so etwas Ähnliches, das war auch eine Aufführung, wo ich dabei war, letzten Dezember, auf den Fidschi-Inseln. Das war eine Aufführung, die heißt Maona, wenn der Meeresspiegel anschwillt. Das war eine Tanzaufführung, das ist ein sehr berühmter Künstler von den Fidschi-Inseln. Und in dieser Tanzaufführung wurden die Mythen der pazifischen Kultur zusammengebracht, die Musik, die Symbole, und er entwickelte eine Geschichte darum, um den Meeresspiegel, der ansteigt. Das ist auch ein Beispiel für Künstler, wie Künstler versuchen, den Klimawandel sichtbar zu machen. Und wie ich das selber geschrieben habe in diesem Zitat, Klima ist eine Idee, die das Physikalische und Kulturelle verbindet in eine lokale und globale Dynamik. Und die Erinnerung an die Geschichte eröffnet uns die Möglichkeiten für die Zukunft. Auch in dieser Kategorie, wo Menschen versuchen, den Klimawandel sichtbar zu machen, da gibt es noch andere Beispiele, wie das durch Künstler gemacht werden kann. Ein Gedichtband, der veröffentlicht wurde vor einigen Jahren. Das sind zeitgenössische Dichter, die das Thema Klimawandel versuchen, in den Gedichten sichtbar zu machen. I'd like to read one very brief one from one of our more famous English poets, Andrew Motion. Ein Beispiel von Andrew Motion, einem bekannten englischen Dichter. And so here is Andrew Motion in his poem called Here and Now. Das Gedicht heißt Hier und Jetzt, und es versucht, den Klimawandel sichtbar zu machen. Southerly, but with my ear cocked to acoustic north. Im Garten plötzlich, mein Ohr akustisch auf den Norden gerichtet, vom Gletscher losgelöst, hinein in die wunderbare Arktis, gekräuselt wie Regentropfen. An diesem Maiabend, Saft steigt auf, wieder schnell zu dem Hart zum Herzen, zu meinem Maulbeerstrauch, Wassermusik im Korn. So, we have these three positions. Das waren die drei Positionen. That Bridget Gould suggests, and I find particularly helpful in thinking. Und ich denke, dass es besonders hilfreich ist, wenn man über den Klimawandel nachdenkt und wie sich der Klimawandel bewegt von der globalen Ebene auf eine lokale Ebene und wieder zu einer globalen Ebene. And the questions then that we have. Und die Fragen, die wir dann haben, beginnen wir mit dem globalen Klimawandel und den wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Diagrammen, den Kurven. Das ist natürlich sehr schwer für viele Menschen, sich darauf zu beziehen oder das zu verstehen. To really embrace those types of scientific
sich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Beschreibungen des Klimawandels auseinanderzusetzen? Oder sollten wir mit den lokalen Erfahrungen anfangen, von den Menschen an verschiedenen Orten? Und diese Erfahrungen, die die Menschen haben, diese Erlebnisse haben verschiedene Bedeutungen, sind verschiedene Einflüsse. Believing is seeing. Glauben heißt sehen, sehen heißt glauben. Wenn wir natürlich auf lokaler Ebene sind, dann werden wir ganz viele verschiedene Geschichten hören von Menschen, was Klimawandel für sie bedeutet. Wenn ich von mir ausgehe oder wie ich argumentieren würde in den letzten Jahren. Meine eigene Arbeit war ja auch Statistiken, Zahlen, Modelle, aber in letzter Zeit bin ich immer mehr interessiert an diesen lokalen Erfahrungen, lokalen Erlebnissen. Und wie Künstler versuchen, den Klimawandel sichtbar zu machen. Sie haben dadurch viel mehr Macht in der Welt, um Menschen zu ändern, um Menschen dazu zu bringen, sich einzubringen. Und das hat einen größeren Einfluss als wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich springe da mal drüber weg, über diese Folien. Und ich komme zurück zu dieser Folie, die drei Positionen. Rudyard Gould case. And thank you very much for your attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Mike, for this thought-provoking presentation. Danke, Mike, für diesen Vortrag. Johann Wolfgang Goethe denke, das hat er in der Mitte des 18. Jahrhunderts geschrieben, man sieht nur das, was man weiß. Das hängt auch damit zusammen. Gibt es Fragen? Ich muss mehr ins Mikrofon sprechen. Gibt es Fragen, Kommentare, natürlich auch in deutscher Sprache? Das hat alle erst mal umgehauen. So, people are very impressed. Bitte, Christian. Warte kurz aufs Mikrofon, bitte. A fascinating talk. However, to me, Vortrag. Point, it's also about expert opinion. So people start to be skeptical aber about expert opinions Expertenmeinung ist ja eigentlich wichtig, aber viele Menschen sind skeptisch gegenüber Expertenmeinungen in der Vergangenheit. Completely differently, that might make a much better impact, much more impact than the expert opinion does. However, the world is really complex. Expertenmeinung ist ja wichtig, denn die Welt ist sehr komplex. Und wenn man das zu vereinfacht, wird das auch schwierig werden. Sehen Sie eine Kombination zwischen der Expertenmeinung und den einfacheren, akzeptierten Möglichkeiten, Klimawandel sichtbar zu machen? Yes, so of course there might be some people who would want to interpret my argument, die meine Argumente interpretieren wollen, dahingehend, dass wissenschaftliche und Expertenmeinung keinen Wert haben. Das möchte ich natürlich nicht sagen. Also da lege ich Wert darauf, dass ich das nicht gemeint habe. Aber ich denke, Ihre Frage ist eine sehr schwierige Frage. Die Verbindung zwischen Expertenmeinung zum Klimawandel, by the IPCC. Zum Beispiel dieser IPCC-Report, aber die normalen Bürger erleben nur ihre eigene Welt und ihr Glauben hängt von ihren Erlebnissen und von ihren Erfahrungen ab. Sie geben nicht so viel auf diese Kurven und die Diagramme.
das ist natürlich schwierig. Die öffentliche Diskussion zum Klimawandel ist eben, wie diese beiden Seiten zusammenkommen oder eben nicht. Warum müssen wir uns denn immer auf die Experten verlassen? Das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Klimawandel, überhaupt in allen möglichen Themen der Öffentlichkeit. Who actually are authorized to sind die Menschen, die autorisiert sind, über Risiken zu sprechen, die Technokraten, die wissenschaftlichen Berater der Kanzlerin oder die Menschen, die den Risiken ausgesetzt sind? Und das ist die große Herausforderung. Wollen wir uns auf Technokraten verlassen und die Elite, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen, oder gehen wir mehr in die Öffentlichkeit? In einer Demokratie kann es nicht sein, dass wir diese Stimmen abschneiden. I mean, your question, I've got no answer to your question, but also ich habe keine Antwort auf Ihre Frage. That Rudyard Gold argues, because it throws up this dilemma as to das ist das when große do we defer Dilemma. To the experts? Wann when do we beziehen wir uns to auf die Experten und wann and hören wir zu auf unsere Bürger und wie fällen wir die Entscheidung? This provokes me to a remark and sort of das provoziert mich ein bisschen zu einer Bemerkung jetzt noch. Wenn wir heute auf unsere Gesellschaft schauen, mitteleuropäisch oder sagen wir ganz europäisch, wenn wir die europäische Gesellschaft anschauen, haben wir ein hohes Bildungsniveau im Verhältnis, wissenschaftlich im breitesten Sinne. Wir haben eine relativ große Entfernung zu den individuellen Naturerfahrungen. Wir haben uns ein bisschen abgekoppelt von der Natur, entfremdet von der Natur. Und es gibt wirklich Menschen, die gar nicht mehr wissen, woher die Milch wirklich kommt. Es gibt also einen Mangel an phänologischen Erfahrungen. Die Inuit haben das beispielsweise, oder die Maasai haben das sicherlich. Für unsere Gesellschaft gesehen, in einem Industrieland, Australien, USA, Kanada inklusive, ist das nun ein wirkliches Potenzial für die Visibilisten, für die Sichtbarverfechter? Das mag in anderen Gesellschaften anders sein, muss man auch unterscheiden. I don't think it does take away the visibilist arguments, even in our societies at all. Auch in unseren Gesellschaften bin ich nicht ganz überzeugt, yes, we've been exposed ob die, to European culture die Augenzeugen, die Visibilisten sehen, scientific paradigm, if you will, ja, als wissenschaftliches Paradigma in Bezug but auf unsere wissenschaftliche Bildung, aber still coexists, es gibt immer noch think, das wissenschaftliche Paradigma in Koexistenz mit unseren mehr intuitiven, gelebten Erfahrungen and an Orten, vor Ort gemachten Erfahrungen. Ich habe beispielsweise Somerset angesprochen, das Hochwasser in diesem Jahr. So these are actually quite well-educated. Da haben wir es wirklich mit relativ reichen, gut ausgebildeten Landwirten zu tun, die im Prinzip diese niedrig liegenden westenglischen Flächen bewirtschaften, seit Generationen teilweise. Und die wissenschaftlich sehe und technologischerweise, die verwenden Dünger, also die sehr, die wissen, wie man mit den Produkten arbeitet und auch wissenschaftliche Methoden anwenden in unserer Gesellschaft. Aber die Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben mit diesem Hochwasser, auch andere Episoden, hatte mit ihrer kulturellen Geschichte zu tun. Sehr oft haben sie in den Medien gesprochen. Mein Großvater damals hat das Land bewirtschaftet, vor 80 Jahren. Und wenn man genau hinhört auf diese Landwirte und wie sie das berichten, da sehen wir schon ein wirklich ineinander geflochtenes Gemisch von wissenschaftlicher Betrachtung mit tiefer kultureller Verwurzelung mit der Landschaft und der Fläche. Selbst in Europa finden wir also diese beiden Welten ineinander vermengt.
unlösbar vermengt. Wir leben nicht nur mit wissenschaftlichen Zahlen oder aufgrund wissenschaftlicher Zahlen, aber es gibt noch diese ganze intuitive Ebene, diese wirklich mächtigen, kraftvollen Gefühle des Dazugehörens, der Verwurzelung. Und auch in Bezug auf, und auch das heißt, ist visibilistisch, auch da wird Klimawandel in gewisser Weise sichtbar. Wir haben es mit Augenzeugen des Klimawandels zu tun. I mean, most recently, wir können euch in andere Kulturen anschauen. Ich war viel im pazifischen Raum in letzter Zeit. Da sieht man diese Verflechtung, Verwebung von Ansichten ebenfalls. Ich habe Eingeborene dort, also Leute vom Ort gebrochen, die wirklich auch wissenschaftliche Ausbildung haben, die auch die Herausforderungen des Klimawandels wissenschaftlich verstehen, aber die natürlich dieses Identitätsgefühl haben als Inselbewohner, die seit Generationen immer mit dem Ozean leben und die Geschichten erzählen können und die dann diese beiden Welten auch zu einem Anger bringen und versuchen, einen Sinn hineinzugeben in das, was sie erleben und haben aus und schöpfen aus beiden Quellen. So denke ich, dass diese Vermengung in vielen verschiedenen Orten weltweit findet. Und da haben wir ja, knüpfen wir an die vorherige Frage an und müssen uns fragen, wem hören wir jetzt hier besonders zu? Auch die Regierung, wem hören wir zu? Dem Augenzeugen vor Ort, dem Bürger oder den Experten? Ja, bitte, please. Professor Hahn, I would have a question. Eine Frage von meiner Seite. Most of the arguments of the visibilists are negative messages. Eigentlich hören wir von den Augenzeugen immer negative Äußerungen, schockierende Erfahrungsberichte. Kann man damit motivieren? Ist das gut? Ist das ein guter Ansatzpunkt? Gibt es auch eine Möglichkeit, positive Meinungen? Sie meinen also, dass die Visibilisten, also diejenigen, die die Augenzeugen negative Botschaften vermitteln? Ich bin nicht so sicher, da bin ich nicht ganz so einverstanden damit. Ich habe so verstanden, dass die Klimawandel-Augenzeugen etwas zu erzählen haben, auf das wir hören sollten. Sie erleben das Wetter und die Konsequenzen an bestimmten And those visibilists may say, yes, things are changing. Und die Visibilisten als Augenzeugen mögen sagen, risks are new, diese Dinge kannten wir schon, da gibt es aber neue Risiken, die uns aber die erzählen uns ja auch andere Geschichtenerfahrungen. Wir haben große Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft. Wir leben schon immer mit Risiken dieser Art, seit vielen Jahren, seit Generationen. Und wir haben Wege und Mittel, damit umzugehen. So again, there's a certain ambiguity. I don't think eine gewisse Mehrdeutigkeit, Zweideutigkeit. Ich würde nicht sagen, dass das automatisch negative Augenzeugenberichte sind und dass die Hilflosigkeit verstreuen. And again, let me give the example of some of the Pacific Islanders. Im Pazifik beispielsweise, wo ich war. Yes, they know what it is like to live. Sie wissen, wie es on ist, a low-lying island with surrounded by vast oceans, umgeben which von Wasser auf niedriger Ebene zu wohnen. They know what that's like. Springfluten und ähnlichen Risiken. But they don't see themselves as aber sie sehen sich nicht hilflos oder machtlos ausgesetzt. They actually see themselves as sondern people im Eigenverständnis very capable. Sehen Sie sich als they survived in these sehr fähige Menschen, die seit Generationen überlebt haben unter solchen Umständen. So actually there's a certain empowering. Ich würde sagen, da ist eine gewisse Verantwortlichkeitsmachung. Also man, es bringt uns in die Verantwortung, wenn wir zuhören. Und sie vermitteln nicht eine Hilflosigkeit und helfen uns. Aber natürlich, ich gebe zu, so einfach ist es nicht. Es ist mehrdeutig, zweideutig, zweischneidiges Schwert. So I think if we're thinking about adaptation, ich denke, wenn wir jetzt von Anpassung, Klimaanpassung reden, wie sich Menschen, wie sich eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft auf den, an den Wandel der Risiken anpasst.
Dann kommen wir wieder auf die Entscheidungsträger-Ebene. Müssen wir uns einmal auf den unabhängigen externen technischen Berater, Fachberater verlassen? Oder sollte die Anpassung nicht aus der Gemeinschaft kommen? Um das mal zu illustrieren in England. A study that was done in a northern English town. In einer nordenglischen Stadt gab es eine Studie, which is prone to flooding. It's on a river. Sehr Hochwasser ausgesetzt. Quite near some hills. Quite often there's flash floods that comes down. Kommen öfter Hochwasser vor. In the 1990s there were a number of these floods. In den 90er Jahren gab es mehrere solcher Hochwasser. And so there was concern about how to protect, how to adapt. Jetzt ist die Frage, wie passen wir uns an, wie wird die Stadt geschützt, wie wird die Risiken gemanagt? So this team came in from outside, geomorphologists, hydrologists, engineers, to come up with a plan, an adaptation plan. Dann schließlich am Ende mit einem Anpassungsplan, einer Strategie. Agency, who would then ging das natürlich zum Umweltamt. 10 Millionen Euro, 10 Millionen Euro würde es kosten, um die Stadt Pickering zu schützen. What this team discovered, though, in aber was sie dann developing their data, haben als Team, als sie die Daten erhoben haben, und sich mit den Leuten unterhalten haben, a lot of local knowledge, viele historical memory, historische Erinnerungen, wo genau der Fluss bestimmte Bewegungen macht, welche Höhe an welcher Stelle er erreicht, welche Pegel. Oder zum Beispiel ein Landwirt hat mal 30 years ago, im Entwässerungsgebiet vor 30 Jahren dort einen Deich errichtet und die Konsequenz, die sich daraus auf der anderen Seite ergab, all das war ja vor Ort verfügbar als Daten. Also im Prinzip wurde die ganze Strategie dann umgebaut. Es wurde nicht so von außen her hinein. They created what they called these competency groups. So solche Kompetenzgruppen gebildet und die Beiräte waren im Prinzip die Leute vor Ort und sie hatten ganz andere strategische Anpassungsvorstellungen und am Ende so unterschiedlich, einige fast schon die Gelder nicht mehr gefördert werden. Es kam von den Leuten vor Ort und von den Technikern, den Wissenschaftlern vor Ort, aber in der Behörde administrativ sagte man, so kann man das nicht fördern. Und deswegen ist diese örtliche Augenzeugenkenntnis genauso wichtig wie diese von außen hineingetragene wissenschaftliche Expertise. Ich sehe keine weiteren Meldungen. Bitte. Ich erlaube mir einen Hinweis. Sie haben sich sehr auf Hochwasserereignisse und Starkniederschläge konzentriert in Ihren Beispielen. Ich erlaube mir an Extremtemperaturen in Australien zur Jahreswende und an die starke Hitzewelle in Russland 2010 zu erinnern. Excessive temperatures. So I'm reminded of temperature extremes. Die Temperaturextreme, ja, ist point, gut, dass Sie das, das ansprechen. In relation to adaptation. In Bezug auf die Anpassung. I mean, just following on the example I've just given about ich habe flood, gerade von Hochwasser gesprochen. I would want to make the same argument about how one develops adaptation strategies to extreme temperature. Für Anpassungsstrategien bei Temperaturextremen. There is technical knowledge, es gibt and in the Australian case as well. I think this is very visible. You can see the technical experts, da gibt's die technische Gutachter, die arbeiten mit den Leuten vor Ort, den Landwirten und den Städten und Gemeinden zusammenarbeiten, also zu denen, die diesen Risiken und dem Buschfeuern ausgesetzt sind. Auch da sehe ich eine Kombination von wissenschaftlich externem Wissen und örtlichem Wissen von der Leute vor Ort. Und auf dieser Grundlage werden dann Anpassungsstrategien entwickelt. Bitte. Ja, also ich fand den Vortrag sehr gut und ich erinnerte mich an die DDR-Zeit, als in der kirchlichen Umweltbewegung ja Betroffenheitsberichte in unserem Land, also eine ganz große Wirkung hatten. Es fehlten die Umweltdaten weitgehend und man war auf diese Betroffenheitsberichte regelrecht angewiesen, die vieles illustriert haben. Und doch gerade die Rolle der Kunst, die Sie herausstellen, ich denke, die Kunst hat auch in der DDR vieles also erlebbar gemacht,
Also ich finde diese Ergänzung sehr gut und auch heute erleben wir es ja, dass viele Menschen sozusagen von den Technokraten beruhigt werden. Es wird also gesagt, die Grenzwerte sind eingehalten, aber wenn Menschen sozusagen trotzdem gesundheitlich leiden, über Lärm meinetwegen, kann das in einer Gesellschaft ja sehr vieles bewegen. Es kann sozusagen die Grenzwerte verändern, es kann also Diskussionen in die Wege bringen. Ich denke, es sind gute Ansätze, die Sie uns hier aus London mitgebracht haben. Vielen Dank. A very good starting point you taught us today. Dankeschön.